Scham ablegen, sexuelles Interesse zu zeigen. Manchmal höre ich von Männern, dass es ihnen schwerfällt, das sexuelle Interesse richtig zu zeigen, ja, körperlich mit einer Frau zu werden. Deshalb klären wir in diesem Video die Frage, was ist denn eigentlich sexuelles Interesse? Wie zeigt man sexuelles Interesse? Also wie äußert sich das bei Männern? Warum du dich überhaupt schämst, werden wir klären. Ja, was die Lösung des Problems ist und wie du sexuelles Interesse richtig zeigst. Wenn dich das interessiert, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. Ja, mein Name ist Jeroen Schipper, ich helfe Männern seit mehreren Jahren dabei, ja, eine erfüllte Partnerschaft zu finden. Und in diesem Video wollen wir erstmal die Frage klären, was ist denn sexuelles Interesse überhaupt? Naja, im Prinzip, wenn du an einer Frau interessiert bist, ja, also wenn du an was Sexuelles mit ihr interessiert bist, dann wirst du wahrscheinlich dein sexuelles Interesse zeigen wollen. Und in diesem Video klären wir die Frage, wie du die Scham davor ablegst. Wie äußert sich das denn in der Regel, sexuelles Interesse zu zeigen? Ganz direkt, ja, wenn du an einer Frau als mehr an nur Freundschaft interessiert bist, was du gut machen kannst, ist, dass du beispielsweise immer tief in die Augen schaust, ja, einfach mal ein bisschen länger, wie man es für gewöhnlich macht, und damit kannst du eben so deutlich dein sexuelles Interesse zeigen und ist auch ein sehr gutes Element für den Flirt. Andere Art und Weise, sexuelles Interesse zu zeigen, ist beispielsweise, dass du ihr einfach mal ein bisschen länger wie gewöhnlich auf den Busen schaust, auf die Hüfte, auf die Beine oder auf den Hintern. Somit signalisierst du auf jeden Fall sehr stark sexuelles Interesse. Weiterhin kannst du sexuelles Interesse andeuten, dass du im Prinzip Anspielungen machst. Ja, das heißt, wenn sie irgendwas sagt, dass du das in einem sexuellen Kontext im Prinzip darstellst. Ja. Mit so Anspielung und Andeutung, so kannst du es auf jeden Fall auch noch zeigen. Warum schämst du dich denn überhaupt? Warum hast du überhaupt Hemmung, dein sexuelles Interesse zu zeigen? Naja, einmal ist es wahrscheinlich einfach ein Mangel an Erfahrung. Ja, vielleicht hast du mit Frauen noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, dass es für dich einfach ganz normal ist, dass du eben dein sexuelles Interesse zeigst. Andernfalls kann es sein, dass du einfach vielleicht viel romantische Filme gesehen hast, ja, und dass es da immer sehr langsam und alles sehr dezent zugeht. Das kann natürlich auch sein. Andererseits hast du vielleicht irgendwann mal gehört, ja, man kann ja einfach nicht so sein sexuelles Interesse zeigen. Man ist ja dann irgendwie pervers. Ja, vielleicht hast du solche Hintergedanken auch in deinem Kopf. Was hierbei ganz wichtig ist, ja, ist zu verstehen, dass du wahrscheinlich nie wirklich gelernt hast, zu deiner Männlichkeit zu stehen. Weiterer Grund könnte sein, dass du einfach Angst hast, es irgendwie zu verkacken. Ja, sei es, wenn du die Frau kennenlernst, dass du vielleicht Angst hast, einfach mal ein bisschen dein sexuelles Interesse zu zeigen, indem du einfach ein bisschen länger auf den Busen schaust. Das könnte auf jeden Fall ein Grund sein, dass du einfach die Frau nicht abschrecken willst. Ja, dass du deswegen vielleicht auch irgendwelche Hemmungen hast. Anderes Grund könnte sein, es ist eher so eine Mindset, also so eine innere Einstellungssache, ist, dass du ein bisschen aus einem Mangel kommst. Ja, das heißt, dass du vielleicht, wenn du auf einem Date bist, dass du dort der Sache einfach einen viel zu hohen Stellenwert beimisst, ja, weil du vielleicht alle paar Monate mal ein Date hast und dass du es ja dann eben bloß nicht vermassen willst und dass du dann eben auf Nummer sicher spielst und dass du deshalb eben nicht dein sexuelles Interesse zeigst. Was ist denn jetzt die Lösung des Problems? Naja, einfach. Also du musst dir im Prinzip mal klar machen, dass du zu deiner Männlichkeit erstmal stehen musst. Ja, es ist völlig okay für dich, dass du auf Frauen stehst. Und das musst du auch überhaupt nicht verstecken. Ja, das brauchst du. Zum Beispiel im Alltag ist es ja so ganz oft die Situation, dass die meisten Männer einer hübschen Frau einfach so, ja, sagen wir mal so aus dem Augenwinkel hinterher schauen, anstatt sie einfach wirklich anzuschauen und zu sagen, hey, die gefällt mir richtig gut, da kann ich jetzt auch mal ein bisschen länger hinschauen. Ja, vielleicht bei unseren südländischen Kollegen, die macht es ein bisschen anders, aber die Deutschen sind da doch eher zurückhaltend. Und da fängt es eben schon an, dass du eben nicht so wirklich zu deiner, ja, zu deinem sexuellen Interesse stehst. Ja, das wurde ja wahrscheinlich so ein bisschen halt abtrainiert im Laufe der Jahre. Und hier ist ganz wichtig, dass du dir klar machen musst, dass es völlig okay ist, auf Frauen zu stehen. Es ist völlig okay, sie auch zu begehren, sexuell, natürlich immer in einem gesellschaftlichen Rahmen, das ist klar. Ja, du willst ja nicht die ganze Zeit hinterherglotzen, anfangen zu pfeifen, aber du kannst ruhig mal hinschauen, ja, oder auch auf dem Date oder erst beim Kennenlernen ist es geschickt, hier und da auch mal ein bisschen dein sexuelles Interesse zu zeigen, um einfach mal so herauszufiltern, hey, wie ist sie denn eigentlich drauf, wie reagiert sie damit vielleicht, ja, bringt euch das erst in so eine flirty Stimmung und so kannst du auch ein bisschen herausfiltern, ob
ja, die Frau für, sagen wir mal, was Romantisches zu haben ist oder halt auch eben nicht. Ja, so filterst du das auch eben ganz gut heraus. Das sind einfach so Flirt-Elemente, auf die ich gleich nochmal eingehen werde, wie du das konkret zeigst, indem du halt herausfindest, wie offen ist denn die Frau dafür. Ganz wichtig, steh zu deiner Männlichkeit und ja, mach dir da auch nicht so einen Kopf, so ja, was wollen dann die anderen denken. Es ist ganz wichtig, dass du ja, dein Interesse erstmal an erster Stelle stellst. Wie löst du denn jetzt konkret das Problem? Naja, einmal ist es einfach wichtig, dass du eine Strategie hast, wie du regelmäßig Frauen kennenlernst, sodass du halt nicht im Mangel bist, sondern dass es für dich ganz normal ist, dass du regelmäßig Dates hast und so misst du der Sache gar nicht so einen großen Wert bei. Das heißt, du bist lockerer, du bist entspannter und du gehst auch einfach mehr Risiko ein. Ja? Das heißt, du spielst einfach, um zu gewinnen und jetzt nicht, um nicht zu verlieren. Natürlich musst du immer schauen, dass du es nicht übertreibst, aber wie gesagt, sexuelles Interesse zu zeigen ist einfach auch ganz wichtig in der Kennenlernphase. Wie kannst du denn dein sexuelles Interesse richtig zeigen? Naja, du kannst dir einmal Komplimente machen, ja, für ihr Aussehen. Ganz wichtig, nicht zu viele. Ja, 1, 2 reichen da schon, weil hübsche Frauen, die kriegen den ganzen Tag Komplimente. Deswegen in der Kennenlernphase hier und da mal Kompliment zeigt auf jeden Fall sexuelles Interesse. Und ja, du kannst einfach mal ein bisschen länger, wie gewohnt, an ihre Rundungen schauen. Gar kein Problem. Und ganz wichtig, der Augenkontakt, wenn du den intensivierst, das zeigt der Frau auch ganz deutlich dein sexuelles Interesse. Ganz wichtig, schäm dich dafür nicht. Ja, das ist völlig normal und es ist auch völlig natürlich. Und so baust du eben diese Spannung so ein bisschen auf, die der Kennenlernphase auf jeden Fall braucht, damit das Ganze nicht so platonisch abläuft, ja, damit du nicht in der Freundschaftsschiene landest, ist sexuelles Interesse einfach ganz, ganz wichtig. Ja, mein Lieber, das war's zum Thema sexuelles Interesse, Scham ablegen. Ja, ich hoffe, dir wurde ein bisschen was klarer, woher diese Scham kommt. Ich hoffe, dir wurde klarer, wie du das Ganze jetzt ablegst. Und falls du denkst, okay, das klingt gut, aber ich lerne einfach zu wenig Frauen kennen oder ich lerne die falschen Frauen kennen, dann bewerb dich mal auf ein Beratungsgespräch. Da schauen wir, gegen welche unsichtbare Wand rennst du die ganze Zeit. Ja, wo machst du vielleicht Fehler, die du selbst gar nicht siehst, die dich daran hindern, im Liebesleben weiterzukommen. Wenn dich das interessiert, dann klick mal auf den Link unter diesem Video und dann werden wir vielleicht schon bald miteinander sprechen. Ansonsten mach's gut und bis zum nächsten Video. Dein Jeroen Schipper.